Sina Söth ist mit den Hunden Indra und Uri unterwegs zur Weide. Die dreifache Mutter betreibt mit ihrem Mann einen Biohof und hütet außerdem eine ganze Herde Schafe. Die gelernte Schäferin kennt ihre Tiere ganz genau. Manchmal auch sind die einfach klüger als die Menschen auf ihre Art und Weise. Zum Beispiel haben sie sehr gute Orientierungssinn. Also die wissen ganz genau, wo sie selbst vor Jahren längs gelaufen sind, wenn jetzt in der Hüteschäferei zum Beispiel, und wo, auf welchen Flächen besonders gutes Futter war. Viele von Sinas Schafen werden über Ostern Lämmer zur Welt bringen. Zutraulich sind sie immer noch. Und sie erinnern sich auch noch, wo die süßen Früchte wachsen. Wir müssen natürlich jetzt gleich an den Erdbeeren vorbei und da dürfen sie nicht naschen. Und das ist alles eine Erziehungsfrage tatsächlich. Also die Schafe sind natürlich, die naschen natürlich gerne. Und und dann müssen wir halt die Hunde dahin setzen, dass die Schafe dann Bescheid wissen, dass sie da nicht naschen dürfen. So mit Kindern, ne? Ja, oder mit Männern. Bei Nils Oellerich sind die Lämmer schon da. Und nicht jedes wird von seiner Mutter ausreichend versorgt. Der 24-Jährige muss einspringen, hat aber schon viel Erfahrung damit. Wie bist du auf die Idee gekommen mit den Schafen? Ja, irgendwie eine kleine doofe Idee von mir. Ich wollte mit 12 irgendwie mal ein Praktikum machen beim Schäfer. Und dann habe ich zu Papa gesagt, ich will 2 Handlämmer haben. Die haben wir dann in der Garage aufgezogen zu Hause. Und daraus sind bestimmt ein paar mehr geworden. Ich glaube, das haben meine Eltern in dem Moment auch noch nicht gedacht, dass das so eine Ausmaße annimmt. Um viele Dutzend Tiere ist seine Herde inzwischen gewachsen. Er betreut sie nach Feierabend, nach seinem Job als Landwirt. Nicht mal jeder 10. der gut 1100 Schafhalter in Schleswig-Holstein lebt allein von seinen Tieren. Wenn man da wirklich einen Vollerwerb von leben möchte, dann braucht man 800 bis 1000 Mutterschafe, damit man da vernünftig mit zurechtkommt. Ansonsten ist das schwierig und selbst dann ist nicht viel dabei, das muss man ganz klar sagen. Ist ein hartes Brot, sagen wir es mal so. Warum macht man das? Ja, ist schwierig zu sagen. Ich habe mal vom Altschäfer gehört, wer einmal angefangen hat mit Schafen, der wird süchtig davon. Und das ist ganz, ganz schwer, damit aufzuhören. Es mag der immer aufs Neue beginnende Zyklus des Lebens sein, der die Schäfer auf Inseln, Halligen und dem Festland fasziniert. Im Frühjahr kommen neue Lämmer auf die Weiden, die erst fast ausgewachsen zur Handelsware werden. Auch Sina Söth trennt sich jedes Jahr von ein paar Schafen. Am schwersten fällt es mir schon, ein älteres Mutterschaf zum Schlachter zu bringen, weil ich da halt so viele Jahre mit dem verbracht habe. Und wie man jetzt auch sieht, total zahm, die lassen sich hier streicheln. Und zu denen haben wir dann schon am meisten Bezug, das ist am schwersten. Gewöhnt man sich da im Laufe der Jahre dran? Ich bin Tierwirt, ich habe zwar ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Tieren, aber es sind Tiere. Und da habe ich dann schon wahrscheinlich so einen natürlichen Abstand. Sina nutzt auch die Wolle ihrer Schafe. Ihre Nachbarin Sabine hat sich dafür extra ein Spinnrad gekauft. Es sind Momente der Entspannung vor der Lammzeit, die Sina ganz bewusst auf Ostern gelegt hat. Ja, das kam vor einigen Jahren. Da kamen die Kinder in die Schule und waren ganz entsetzt, dass sie dann vormittags in der Schule waren und die Geburten der Schafe und der Lämmer nicht mehr mitgekriegt haben. Das fanden die überhaupt nicht gut und seitdem mache ich die Lammzeit, plane ich so, dass die immer in den Schulferien, in den Osterferien stattfindet. Und so hat die Osterzeit für ihre Familie eine ganz spezielle Bedeutung.